Ja, hallo, seid ihr da? Ja, kommt mal raus, ich will ein Autogramm von euch. Ihr kriegt auch eins vom neuen Pop-Dieter. Das ist in and not out. Das ist in and not out. Ja, hi, moin Leute, ich bin's, Musikproduzent Sören Schnabel. Es ist wahnsinnig kalt. Ich musste mich heute schon wieder aufregen, als ich das gesehen habe, den Bericht. Und in der DSDS-Villa ist der Teufel los, ne? Hier bin ich jetzt heute auf der Reeperbahn in Hamburg. Hier ist noch nicht der Teufel los, hier sind aber auch schon viele Leute. Und jetzt haben sie ja auch die Security haben sie ja erhöht da. Und weil schon nachts irgendwelche verrückten Fans auf die DSDS-Villa rauf wollten. Also ich kann euch nur sagen, ich würde alle reinlassen und mega Party feiern. Lucky, wir gucken mal, ob die Kandidaten schon da sind. So ein kühler Schluck ist doch schön. Ja, also ich war stehen geblieben. Verrückte Fans sind sogar nachts auf das Gelände raufgekrabbelt und wollten zu Sasu, zu Adrian, wo Juppie, ne? Juppie, ne? Ihr kennt das ja noch. Hat übrigens schon 12.000 Klicks, das Video. Schaut mal rauf. Und und wollten dann also an den Securities vorbei in die Villa eindringen. So, man könnte ja versuchen, so als Weihnachtsmann oben rein, wisst ihr so, wie er die Geschenke bringt, durch den Schornstein oben rein und dann gucken, wo der Tannenbaum ist. Aber hier gab es gar keinen Tannenbaum. Hi, ja, Sasu, sprechen mit Sasu. Hi, Sasu, ja, ich bin Sören, moin. Sag mal, ihr lasst mich nachher rein in den Hintereingang, das ist schön. Willst du auch mal in die DSDS-Villa? Nee, hast keinen Bock, ne? Der hat überhaupt keinen Bock, weil... Erstmal hat er gutes Benehmen und zweitens, also was würde er da machen? Der wird versuchen, erstmal irgendwo Leckerlis zu finden, die es da gar nicht gibt. Weil die Kandidaten essen ja keine Hundeleckerlis, die kriegen ja was Besseres. Obwohl, weiß ich manchmal nicht, Hundeleckerlis sind ganz lecker eigentlich. Ja, das Ding ist einfach, jetzt die Nachbarn sind schon genervt in dem Dorf, in dem Kuhkaff und wollen das nicht mehr. Und die haben jetzt auch sogar die Autogrammstunden gestrichen, das heißt, es gibt keinerlei Autogramme. Wenn ihr eins haben wollt, kommt ihr zu mir. Ja gut, die Fans stehen da einfach, okay, die stehen dann nachher wie Dumme da, aber ich komme durch den Hintergang, finde ich schön. Ach, ihr habt eine Torte, das ist so super, Sasu, ich freue mich. Mehr kann ich da, mir ist arschkalt, Leute, ich meine, gut, vielleicht liegt es an der Cola, aber... Also ich werde jetzt aber versuchen, uns zur Villa hinzufahren, aber da reicht Security nicht, da müssen sie schon das Militär auffahren. Also da brauchen sie schon irgendwie die Bundeswehr. So, und das ist jetzt die schönste Karte von Hamburg und die schicken wir den DSDS-Kandidaten hier vom Fischmarkt und.